Moin Leute, hier ist wieder Patrick von Pointer. Ja, heute mal aus einer etwas anderen Perspektive und auch zu einer sehr ungewohnten Uhrzeit. Deswegen tut mir leid, wenn ich noch ein bisschen verschlafen aussehe, aber es ist gerade erst 7:45. Aber das Ganze hat einen gewissen Grund, warum ich jetzt schon filme. Und zwar habe ich ja mal vor einiger Zeit angekündigt, dass ich beim Hochhauslauf an meiner Uni mitmache. Und der ist genau heute. Und deswegen nehme ich euch heute einfach mal mit an meine Uni. Und damit ihr einfach mal sehen könnt, was da so abgeht. Ich habe euch ja schon mal zum Xletics-Lauf mitgenommen und das ist mal wieder schön, mal was Sportliches zu machen und euch da mitnehmen zu können. Ja, der Hochhauslauf ist erst heute Nachmittag. Ich habe vorher noch ein bisschen Uni und deswegen packe ich jetzt meine Sachen zu Ende und mache mich dann auf den Weg. Also, los geht's. So, ich bin jetzt gerade angekommen an der Uni und wenn ihr mal nach draußen schaut, da oben, der Turm da, da geht's heute Nachmittag nach oben, 14 Stockwerke und ja, wie gesagt, jetzt wartet erstmal die Uni auf mich, Pflichten und ich melde mich einfach, wenn ich durch bin damit. Also, bis dann. So, ich bin jetzt durch mit der Uni und in einer Stunde geht's schon los. Leider regnet es jetzt ein bisschen, aber ist ja zum Glück drin der Lauf und wenn ich mich jetzt mal umdrehe, seht ihr da das Monstrum? 14 Stockwerke, 261 Stufen. Gilt es zu erklimmen. Und da werde ich gleich mal hochlaufen ein bisschen. Ne? ich werde mich jetzt umziehen, mich ein bisschen warm machen. Und dann wird es ernst. Dann wird es ernst. So, ich habe es wieder geschafft, ich bin wieder oben gewesen, bin inzwischen auch schon wieder unten angekommen jetzt, alles gut. Ein kurzes Zwischenfazit, ich bin jetzt aktuell auf dem 9. Platz mit einer Zeit von 1 Minute 14, 8 kommen ins Viertelfinale, also ich bin knapp raus, ist ein bisschen ärgerlich, aber egal. Mein Ziel war es eigentlich unter die Zeit 1:11 von letztem Jahr zu kommen. Da habe ich aber auch volle Pulle gegeben und bin auch schon im 7. oder 8. Stockwerk echt eingeknickt. Dieses Jahr habe ich mir die Kraft ein bisschen besser eingeteilt, bin aber auch 3 Sekunden langsam gewesen. Aber egal, jetzt weiß ich ja, wie ich meine Kraft einzuteilen habe und vielleicht wird es ja nächstes Jahr besser. Ich schaue mir jetzt noch ein bisschen den Wettkampf an und ja, melde ich mich nachher nochmal. Also, bis dann.
So, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich bin jetzt nicht ganz bis zum Ende geblieben, weil ich halt noch einen langen Heimweg vor mir hatte. Aber inzwischen ist der Wettkampf auch vorbei und die Ergebnisse stehen schon online. Und ich bin jetzt letztlich auf Platz 21 von insgesamt 74 Einzelläufern gelandet. Also nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber immerhin noch oberes Drittel und von daher völlig in Ordnung. Und ich habe auch mal in die Ergebnisse vom Finale reingesehen und die beiden Finalläufer lagen am Ende nur noch 400stel auseinander. Also richtig spannend nochmal zum Ende geworden. Und ja, die sind beide eine Zeit von 1 Minute 4 gelaufen. Die waren pro Stockwerk fast eine Sekunde schneller als ich. Unglaublich. Also da muss ich nochmal richtig zulegen fürs nächste Jahr. Und das werde ich auf jeden Fall auch machen. Ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, der kleine Einblick hat euch auch gefallen. Hier seht ihr jetzt noch zwei Videos, die sich anzusehen lohnt. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Warum ist Sport wichtig für dich? Ich finde es halt gut, irgendwie seinem Körper was Gutes zu tun. Es macht Spaß. Also es ist ein Teil meines Hobbys und hat auch Zeitvertreib mit Leuten. Schaut eure alten Kinderfilme wieder. Ich schaue sehr gerne Disney-Movies, wenn es mir nicht gut geht, weil es einfach nostalgisch macht, aber gleichzeitig auch sehr glücklich und man sich wieder fühlt wie ein Kind.